Herzlich willkommen, heute sind wir bei der Bevelop. Die Bevelop ist ein IT-Unternehmen, klassischer Softwareentwickler, individuelle Entwicklungen, haben auch eigene Softwarelösungen. Wir betreuen die Bevelop jetzt mittlerweile seit 2016, seit Anbeginn der Zeit, damals mit 4 Leuten gestartet, heute sind die über 70 Mitarbeiter. Wir sind hier in Räumlichkeiten von der Bevelop, neben verschiedenen Sachen wie die Agile Klinik und ähnlichen Formaten, wo wir unterwegs sind, haben wir aber auch natürlich beim Raumkonzept und wie arbeiten wir in Zukunft mitgewirkt, haben damit den Entscheidern zusammengearbeitet, Architekten zusammengearbeitet, Innenarchitekten zusammengearbeitet. Und was dabei rausgekommen ist, das schauen wir uns heute mal an. Komm mit. Was ist eigentlich Color Creation? Color Creation ist ein Kunstwort aus Collaboration und Creation. Sprich, wir haben ein Konzept entwickelt, das sowohl raumtechnisch als auch in der Kollaboration, wie man zusammenarbeitet, Kapazitäten, Zeiten, Ressourcen unter einen Hut bringt und miteinander sinnvoll verbindet, so dass Leute, die insbesondere kreativ arbeiten müssen, die gemeinsam in Projekten involviert sind, dass die möglichst sinnvoll und effizient auch arbeiten können, ohne dass die Kommunikation dabei verloren geht. Letzten Endes ist Arbeiten ähnlich wie Schlafen. Beim Schlafen ist es auch so, wenn man gestört wird, wenn man unterbrochen wird, aus dem Schlaf herausgerissen wird, dann ist es nicht so einfach, wieder in die ursprüngliche Tiefschlafphase zurückzukehren. Man muss sich wieder reinschlafen in eine tiefe Schlafe, die dann diesen Mehrwert bietet. Und genau diesen Ansatz greifen wir beim Color Creation Ansatz auch auf und sagen, wir wollen, dass die Mitarbeiter möglichst lange am Stück an einem Thema dranbleiben können. Bei uns sind das sogenannte Slots. Also ein Slot hat circa 3 bis 4 Stunden. Das Grundprinzip ist, man hat 2 Slots an einem Tag und legt fest, in welchem Thema man in welchem Slot arbeiten möchte. Das heißt, die Leute kommen rein, entscheiden sich ganz bewusst, heute arbeite ich an dem Projekt A und dann gehe ich hier in zum Beispiel in unseren großen Projektraum A rein. Und in diesem Projektraum arbeiten nur die Kollegen, die auch wirklich im Projekt A beschäftigt sind. Das sorgt dafür, dass alle, die in diesem Raum sind, erstmal super fokussiert sind, können sich sehr gut darauf konzentrieren, was sie eigentlich machen wollen und was sie machen müssen. Die Leute sitzen gemeinsam an einem Tisch, arbeiten dort zusammen. Diejenigen, die nicht im Büro sind, sondern von extern zugeschaltet sind, aus dem Homeoffice oder aus dem zweiten Standort heraus, sitzen quasi mit am Tisch über die Smartboard-Lösungen, die wir hier haben. In dem Fall ist es hier der Anbieter Newline. Die arbeiten zusammen als Team, können sich austauschen. Das ist auch keine Meeting-Struktur, sondern da ist die Kommunikation permanent. Und wenn dann der Fall eintritt, dass irgendetwas im Detail besprochen werden muss oder eine kleine Gruppe ein konkretes Thema aufgreift, um das tiefer zu diskutieren, zu erörtern, dann gehen die aus ihrer Projektwohnung raus und wechseln in den Kreativ- bzw. Konzeptionsspace. Das ist ein kleiner Raum, der direkt neben der eigentlichen Projektwohnung sich befindet. Und dort haben die ebenfalls ein großes Smartboard, können dort konzeptionell arbeiten, stören die anderen nicht. Und wenn die dann fertig sind, gehen sie wieder zurück. Natürlich gibt es auch Rückzugsmöglichkeiten, ähnlich wie Meeting-Ecken und Telefonboxen. Hier sind es keine Telefonboxen, sondern schon ganz nette Büros, wo man aber ungestört auch mal telefonieren und reden kann. Aber das Konzept bleibt per se bestehen. Man geht in eine Wohnung rein für einen Slot oder auch für 2 Slots und ist dann automatisch ausschließlich an diesem einen Thema dran. Und man kann dann im zweiten Slot auch in ein zweites Projekt reingehen. Und die ganzen Meetings reduzieren sich. Wir haben hier kaum noch Meetingräume. Also es gibt hier in dem ganzen Gebäude noch einen einzigen Meetingraum für externe Gesprächspartner, die hierher kommen. Und ansonsten arbeiten die 80 Leute komplett ohne Meetingräumlichkeiten. Die Meetingräumlichkeiten sind die Projektwohnungen. Und dieses Konzept funktioniert sehr, sehr gut, weil die Leute einmal sehr produktiv sein können. Wir haben es mal gemessen, zwischen 15% und 20% steigt die Produktivität. Diese Kombination aus Raum in Form von Projektwohnungen und Konzeptionsecken, wo man also wirklich auch kommunikativ zusammenkommt, gepaart mit entsprechenden Möglichkeiten wie Küche, schöne Sitzecken, Breakout-Session-Möglichkeiten. Das ganze Paket passt unheimlich gut. Die Leute können am Thema bleiben, können konzentriert arbeiten, kriegen damit eine unheimliche Struktur in ihren Alltag rein, der sie freilässt. Sie können machen, was sie wollen an dem Thema selbst.
können als Team interagieren, werden aber nicht mehr gestört. Und das ist Color Creation.